So, Leute. Hallo. Ja, wir sprechen jetzt über das Gerücht Eden Hazard von Chelsea zu Paris Saint-Germain. Ich würde den auch bei Bayern nehmen, Papa. Ja, klar, wir würden den nicht nehmen. Also 23 Jahre belgischer Nationalspieler, WM-Teilnehmer natürlich beim Geheimfavoriten Belgien, sag ich mal. Die haben eine Genau. Top-Mannschaft. Das stimmt. Spielen alle Was sind Offensivpositionen. genau, offensiv variabel einsetzbar, vor allem auf den Außen eingesetzt. Genau, links außen eigentlich, so also die Stammposition. Deswegen als Ribéry-Nachfolger wäre der ideal. 45 Millionen Marktwert, laut Transfermarkt.de. Die Ablösesumme soll aber darüber liegen. Ich meine, der ist neben Götze und Neymar quasi das Top-Talent der Welt. Zwischen 50 und 80 Millionen werden genannt. Paris soll angeblich 61 Millionen gewonnen haben. Geht aber nicht, weil die ja wegen Financial Fairplay maximal 60 Millionen für einen Spieler ausgeben dürfen. Entweder schaffen die es mit Chelsea irgendwie, also ich noch zwei oder drei andere Spieler mit reinzupacken oder in einem separaten Deal, aber maximal 60 Millionen. Und da Chelsea es heißt, sie wollen ihn loswerden, weil er nicht ins Mourinho-Konzept passt oder sich mit dem Mourinho ein bisschen gestritten hat über die taktische Ausrichtung, könnten 60 Millionen ausreichen, um Hazard von Chelsea zu locken. Ja, Die Stärken auf jeden Fall: dribbelstark, schnell. ballsicher, schnell, kann vorbereiten, kann Tore erzielen, ist torgefährlich, ist auf jeden Fall auch pressingresistent durchaus. Wobei man sagen muss, Defensivschwäche muss man Mourinho recht geben, er ist nicht so defensiv stark, wobei ich das eher so sehe, dass der Einsatz fehlt. So vom technischen Vermögen her wird das schaffen, aber wenn du keinen Bock hast, nachher zu arbeiten, dann funktioniert das auch nicht. Das kennt ja jeder, wenn du sagst, ich laufe nicht mit, dann kannst du noch so gut begabt sein, dann kann dein Potenzial noch so hoch sein. Und das ist halt, also er hat so ein bisschen, wird auch bei Twitter öfter mal gesagt, so als Schönspieler ist er verschrien. Und wenn es nach vorne läuft, dann passt das. Aber ein Defensivkonzept wie bei Chelsea oder unter Mourinho passt das nicht ganz. Ja, da muss man sagen, gibt es eigentlich kaum Mannschaften, die Spieler haben wollen, die gar nicht nach hinten. Ja gut, er arbeitet ja nicht gar nicht dahin, aber es war so, dass er im Rückspiel gegen Atletico war, mindestens an zwei Toren beteiligt, wo er den Mann hat laufen lassen. Wo man sich halt fragen muss, ist er bei der einfach in der Situation frustriert oder hat er nicht schnell genug geschaltet? Oder ist er generell schon frustriert gewesen mit der Situation, weil Chelsea die ganze Saison schon so spielt? So kommst du als Topstar hin und als Top-Talent und möchtest eine Top-Offensive entwickeln und dann spielst du unter Mourinho, dem Typen, der fürs 1-0 bekannt ist, der, glaube ich, das. Immer wenn Chelsea weitergekommen ist im Halbfinale oder irgendeine Mannschaft von ihm hat die 1-0 gewonnen oder 1-1 gespielt. Also nie mehr als im Champions League Halbfinale. Nie mehr als das. Und ja, also wie gesagt, und ich schätze, bei Paris wird er sehr gut reinpassen. Die haben eine Top-Offensive, Cavani, Ibrahimovic, Pastore vorne drin. Zumal er auch als Cavani spielt ja öfter auf Außen. Könnte da den Ersatz geben und dann für Ibrahimovic vorbereiten. Und da sind die Trainer, also der ist ja. Bei Paris ist der Trainer auch ein bisschen offensiver ausgerichtet. Da könnte es sehr gut passen. Und da denke ich auch, wird er Spaß dran haben. Der kommt ja aus der französischen Liga. Der hat bei Lille gespielt früher. Und spricht als Belgier. Ich weiß auch Französisch. Ja. Ist zu erwarten. Ja. Und ich schätze, da könnte das richtig gut passen. Ja, ich denke auch, könnte passen. Also ist ein, muss nicht, ist nicht zwingend Bedarf da, glaube ich, aber Genau. könnte man durchaus holen. Und Paris ist natürlich auch ein Verein, der jetzt nicht sagen würde, oh, wir brauchen den nicht, deswegen holen wir den noch nicht. Also kann man ja durchaus trotzdem holen, aber auch in der Hazard. Breite oder genug Möglichkeiten zu haben, da zu variieren. Hazard ist halt jemand, den nimmt, sollte jeder Verein der Welt mit Kuss annehmen. Weil es einfach so ein Top-Talent ist, sowas wie Ronaldo, da wird auch keiner sagen, nee, super, der passt aber nicht mehr. Wir haben schon jemanden, der links spielt. Sondern Hazard ist jemand, der sich quasi überall in jeder Mannschaft gut schlagen wird. Ich schätze, dass er wechseln wird. Ich hoffe nicht zu Paris, sondern zu Bayern, aber man weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Bayern die Kohle raushalten könnte. Und da auch, wenn Guardiola sagt, den will ich haben, der ist genau das, was ich brauche. Und da ja auch Leute Meinst du ihn verkauft jetzt werden. schon? Jetzt schon? Du sagst, dass er zu Ribéry Ja, geht. jetzt schon. Ich würde ihn jetzt schon holen. Ich meine, das ist die einzige Chance. Entweder wechselt er jetzt zu Paris und danach ist er für Jahre verbaut, dann wird er da nicht mehr weggehen, damit die Kohle, wird er so viel Gehalt bekommen, was er jetzt eh schon bei Chelsea bekommt, aber bei Paris wahrscheinlich noch mehr, dann ist vorbei. Ich schätze, jetzt ist die einzige Gelegenheit, den nochmal loszueisen. Also ja, zumal Ribéry auch nicht jünger wird. Und ich hoffe, dass Ribéry vom Linksaußen ins Mittelfeld, ins zentraloffensive Mittelfeld geschoben wird, wo er dann seine Spielstärke ausspielen kann und für die Geschwindigkeit baut er mit dem Alter ab.
Und die Robustheit, dass er da nicht mehr so drauf angewiesen ist, sondern mehr auf seine Kreativität. Und da könnte ich mir Hazard echt gut vorstellen als Linksaußen. Zumal auch gerüchtet wird, dass Ribéry vielleicht abgegeben wird, wobei ich mir das echt nicht vorstellen kann. Also das wäre, im Prinzip war die Vertragsverlängerung, sage ich mal, blöd aus der Sicht, weil man mit einem Spieler verlängert, der eh schon noch einen längeren Vertrag hatte und dem viel Kohle gibt, der immer älter wird. Aber es war halt ein Eingeständnis, weil er so viel geleistet hat für Bayern. Man muss halt jetzt gucken, setzt er sich auch mal freiwillig auf die Bank? Nach den letzten Interviews glaube ich es nicht, weil er gesagt hat, er will im Stamm spielen, das stört ihn, wenn er so jedes zweite Spiel oder jedes dritte Spiel auf der Bank sitzen muss. Weil er möchte höchstens jedes sechste, siebte Spiel Pause machen. Und das ist halt schwierig, wenn das charakterlich nicht auf die Kette bekommt, sich da unterzuordnen irgendwann. Kann ich mir vorstellen, dass er bei Bayern keine, oder zumindest unser Pep, der ja auf Namen keine Rücksicht nimmt, keine große Rolle mehr spielen wird. Und wie gesagt, für mich wäre jetzt die Chance Hazard, entweder kommt er jetzt zu Bayern oder das war's. Ich würde ihn nehmen, ich würde ihn auch an Paris stellen nehmen, ich würde ihn auch an Chelsea stellen, nicht abgeben, aber ich glaube, Mourinho ist erstmal fest im Sattel und unter dem wird der Hazard keinen Spaß haben.